Hallo, ich heiße Dan Khlifat und ich studiere Architektur im fünften Semester an der GU. Ich spreche heute über die autistische Schule Projekt. Mein Vortrag steht aus drei Teilen. Erstens die Aufgabe und das Konzept. Zweitens die Lage und der Entwurf. Drittens meine Meinung. Ich beginne mit der Aufgabe. Die Aufgabe ist eine Schule für autistische Kinder zu entwerfen. Zuerst, ich habe die Gehirnwelle von die autistische Person studiert und ich finde, dass die Gehirnwelle von die autistische Person verschieden ist wegen die Unbeständigkeit. Die Schulen berühmt für seine Beständigkeit und Ordnung. Deshalb habe ich eine beständige Schule zu entwerfen, um die autistische Gehirnwelle zu enthalten. In Teil 2 spreche ich über die Lage und der Entwurf. Die Lage ist in Abdouan. Sie können hier sehen, die Sehenswürdigkeit neben die Lage. Zum Beispiel die Türme von Abdali und der Abdouan-Kreis. Sie können hier sehen die Straße, Sie können bemerken, dass die Straße umrollt die Primärstraße ist und am Blau die Nebenstraße ist. Okay. In die Lage gibt es die Garage und Spielplatz und die Landschaftsplanung. Damit komme ich der Erdgeschossplan. Es gibt Klassraum, die Büros und die Cafeteria für die Kinder. Es gibt auch die Therapiesitzung für autistische Kinder. Es gibt das Schwimmbad und es ist doppelt so hoch wegen die Eingriffsregelung. Sie sehen den Zentralweg aus Glas. Okay. Danach komme ich zur ersten Etage.
Und es gibt auch die Klassenräume und Aktivität, der Aktivitätsraum und auch der, die Büros und die Cafeteria. Und es gibt auch der U-Bahn-Raum mit der Toilette und der Dusche. Es gibt ein kleinen Raum für autistische Kinder. Was wichtig ist, war der kleine Raum, wo das Kind alleine sitzen kann, wenn es spannend ist. Und das ist der Klassenraum, die Perspektive von der Klassenraum. Der Abschnitt AA, hier sehen Sie die Therapiesitzung für Kinder und Sie können auch sehen die Cafeteria, wo Kinder essen und interagieren können. Und auch Leute können in die erste Etage mit den Treppen gehen. Sie sehen den Abschnitt BB. Sie können sehen der Zentralweg aus Glas U-Bahn-Raum wo Kinder aktiv kreativ sein malen, zeichnen und Spaß haben. Das ist die Ansicht. Das ist die Norden Ansicht und das ist Süden Ansicht. Als nächstes zeige ich Ihnen die Perspektiven. Das Gebäude steht aus Beton, Stahl und Glas. Und Sie können den Eingang sehen. Hier Sie können sehen der Spielplatz für Kinder und der Entwurf von der Fassade ist prächtig und überwältigend. Ja. Eltern können sein Kind absetzen oder im Garage parken. Okay, this is my question. Zuletzt stelle ich meine Meinung vor.
ich denke, dass das Projekt interessant war und meine Leistung war gut war. Und damit bin ich am Ende meines Referates. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Haben Sie Fragen? Haben Sie Fragen? Bitte. Was gefällt dir an dem Projekt? Okay, der Zentralweg war sehr interessant war und es gefällt mir. Ich habe mit Rivet gearbeitet. Frage. Es ist 500 Quadratmeter. Wo ist der Eingang? Wo ist? Im Norden. Schon wo ist? Norden حكيت انتو ايش سمعتوا جوردن نوردن بعدين هذيك جوردانيان جوردانيان وحياتك